Links ist schön, wenn vorne ist schön. Daniela, wärst du soweit? Ja. Soll ich jetzt laufen? Du musst gleich mit mir laufen. Machst du mit? Ja. Hast du Bock? Ja. Ich habe auch voll Bock. Dankeschön, bis dann. Und los, renn mal. Gut, und richtig schnell werden. Okay, und laufen. Dankeschön. Huhu, wir fliegen. Du kannst dich so richtig schön reinsetzen nach hinten. Ist das schon bequem? Ja. Super. Und wir fliegen. Ist das da die Landewiese? Da rechts unten die grüne, die große gelb-grüne Wiese, ja. Geht's dir gut? Ja. Sitzt du richtig bequem? Ja. Super. Richtig mit dem Popo bis hinten ran. Genau. So. Wir gucken mal nach links hinten, da ist die Mama. Warte, wir drehen nochmal um. Da ist das Türkisfeld, in dem auftreten das Juhu! Dankeschön! Toll, toll. Hier geht es ja richtig hoch, ey. Also so ein bisschen Angst kriege ich gerade. Bisschen Angst? Ein bisschen. Okay, schau nach vorne. Und du kannst dich überall da an diesen Stäben festhalten. Ich versuche gerade ruhig zu fliegen, okay? Danke. Der Wind ist heute ein bisschen doller als sonst. Aber das ist alles noch im Rahmen. Also ist das nicht... Ist das normalerweise... Normalerweise ist es ein bisschen ruhiger noch. Siehst du vor uns den großen Turm auf dem Berg? Ja. Das ist der Boxberg. Und der Berg hier vorne vor uns, das ist der Herzberg. Was ist das für ein Fluss? Das ist der Herzberger Teich. Da ist so eine kleine Sperre. Da ist eine Quelle links. Und da kann man auch ein bisschen baden gehen, wenn man will. Ich bin direkt hinter dir, ist alles gut. Schwörst du mir in den Beine? Ja. Sehr gut. Hast dich ein bisschen beruhigt? Ist gut? Ja. Sehr schön. Nur wenn es so schnell hoch geht und dann wieder. Ja, das verstehe ich. Ich versuche eine Position zu finden, wo der Wind nicht so dolle ist. Aber so ist es eigentlich ganz schön. Jetzt ist es ganz schön, ne? Hier sieht man auch voll die Spuren auf der Wiese. Ja, ne? Da ist der Trecker lang gefahren und hat gemäht. Jetzt kommt hier nochmal eine Böe durch, aber die ist ein bisschen ruhiger als eben. Du kannst den rechten Arm auch, wenn du willst, ein bisschen weiter nach außen machen. Sehr gut, sehr gut. Dann sitzt du dich ein bisschen bequemer, oder? Kein Unterschied. Kein Unterschied, na gut. Siehst du das Auto von euch? Mamas? Nein. Noch nicht. Na, vielleicht gleich. Guck mal, da unten bei meinem Fuß, da ist ja eine rote Gaststätte. Das ist der Maltermeisterturm. Ja, den Parkplatz sehe ich, aber ich sehe nicht das Auto. Und vielleicht sehen wir das Auto später weiter unten. Da, ich sehe mein Mamas Yeti. Ja? Ja. Cool. Was für eine Farbe hat der? Blau, dunkelblau. Dunkelblau. Schwarz. Aha. Ich sehe jetzt sogar die Bodenakrobatik-Matte. Da hinten bei dem ja, da Zirkuszelt, das rote, ja, rot-weiße? Ja. Ich bin cool. Bei der Bodenakrobatik. Das machst du selbst? Cool. Da dürfen Kinder mitmachen, das ist eine Ferienaktion. Ja, cool. Gefällt es dir hier oben? Ja. Aussicht ist toll. Guck mal, vor uns, da ist die Grane-Talsperre. Da ist ein bisschen Wasser, direkt vor uns, ein bisschen weiter vorne. Da im... Ach, da.
Siehst du da? Die sieht man nur, wenn man in der Luft ist. Die sieht man nicht vom Boden aus. Da sind zu viele Bären. Genau. Aber ich finde es echt doof, dass hier die Bäume überall so abgeholzt sind. Ja, da ist der Borkenkäfer gewesen, der hat die gefuttert. Deswegen sind die alle gestorben. Und deswegen haben sie ganz viele von denen schon umgemacht und haben die abtransportiert. Mhm. Und manche da unten sind noch ganz, aber andere sterben auch schon. Die Fichten, die sterben. Der Borkenkäfer, der mag die Fichten. Also keine Laubbäume. Nee, Laubbäume mag der nicht. Und Tannen mag der auch nicht. Aber bei Mischwäldern wird das garantiert komisch aussehen, wenn dann dieser eine Baum weg ist und ja, die anderen noch stehen. Ja, das ist vor uns so ein bisschen. Da ist mitten im Wald, auf dem Berg, dem Steinberg, da sind manche Bäume tot und die anderen sind grün, ne? Ja, auch so ein bisschen, aber hier sind nicht ganz so viele Fichten. Cool, cool. Unten ist eine Eiche. Mhm. Das macht mega Spaß. Ja, ne? Finde ich auch. So hoch wie Mama traue ich mich zwar noch nicht, aber. Mir fliegt Mama so bis zu den Wolken manchmal hoch. Die ist schon auf 1000 Meter Höhe gewesen. Wow, cool. Nee, die haben wir jetzt nicht gerade. Wir haben jetzt ungefähr so noch 600 Meter, so hoch wie der Startplatz ist. Guck mal, wir gucken mal zurück. Da sind wir gerade gestartet am Startplatz. Die Höhe fällt mir. Toll, ne? Und da hinten, da ist so ein Teich mit. Das ist ein Baggersee. Und neben dem Baggersee links, das ist der Bollrich, da ist ein Segelflugplatz. Aber warum sind da solche braunen Dinger drauf? Das Braune, da ist einfach das Wasser schon ein bisschen weg. Da ist unten ja natürlich Matsch und Schlamm drin. Das war ja mal Erde, das ist ja weggebaggert worden. Du siehst Papi, hat er dich auch gesehen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht er unseren Schirm. Ja. Er weiß nur nicht, dass unser Schirm gelb, schwarz, rot ist. Ja. Magst du ein bisschen noch mal schaukeln oder sowas oder sollen wir ruhig fliegen? Wir können es ja mal probieren, aber wenn so langsam? Ja. Sonst sagst du dann langsam Stopp, okay? Ja, dann sag ich Stopp. Das reicht? Gut. Das ist so ein bisschen wie eine Schaukel auf dem Boden, kennst du, ne? Ja. Nur halt in der Luft. Haben wir selber zu Hause. Macht dir das Spaß, Schaukeln zu Hause? Ja. Cool. Und wir haben die schöne Aussicht über diese Stadt. Also die Höhe gefällt mir wirklich richtig gut. Schön. Das ist Goslar vor uns. Ja. Wir wohnen in Sündnerberg. Sündnerberg? Sündnerberg. Sündnerberg, okay. Nee, mit S von Sündnerberg. Sündnerberg, okay. Ja. Oh, schau mal, der Hund da links unten auf der Wiese, der hat ein Band hinter sich her. Das ist wahrscheinlich seine Leine, hä? Darf der ein bisschen laufen. So, hier sind wir schon über der Landewiese. Wie soll ich denn aber machen, wenn wir landen? Dann machst du genau die Füße vorne hoch und dann landen wir auf dem Popo. Wird das häufig? Bisschen, nur ein bisschen. Okay. Guck mal, sieht dich Papa da unten? Ich sehe ihn nicht mal. Hier rechts unten? Da, jetzt sehe ich ihn. Jetzt siehst du ihn aber, oder? Ja. Sehr cool. Ja. Bein hoch. Hoppa. Sehr gut. Es zieht hier noch mal kurz. Super, Daniela. Das hat Spaß gemacht, oder? Ja.
Ich mache dich mal hier erstmal mit dem Großen ab und dann kannst du dir das alles, alle Schnallen gleich aufmachen. Aber die in der Mitte muss ich dir wahrscheinlich helfen. Okay. So, jetzt bist du hier erstmal frei und kannst schon mal weglaufen. Hallo, da sind wir wieder. Nee, sieht nicht so aus. Ja, Spaß gehabt. Da oben, wo es hoch und runter ging, da wurde es ein bisschen kurz mulmig, aber dann war es alles wieder in Ordnung. Aber das können sie nicht sein. Oh, die Mama ist auch schon wieder unten. Doch, dieser, ich hätte dir tatsächlich die Schirmfarbe mal nennen können, dann hättest du... Ich warte die ganze Zeit auf den Anruf meiner Frau, sowas abgesprochen, das weiß. Ich habe ihr gesagt, wir starten ja gleich, ich habe dir gesagt, dass wir gleich losfahren, deswegen hat sie nicht mehr angerufen, tut mir leid. Wo war der Anruf? Hat Spaß gemacht? Ja! Ich fand's total cool mit dir. Das ist doch kurze Beine, machen wir Video. Ah, klasse, das freut mich. Gut, die leckt auch. So ein bisschen gewöhnt sie sich da voll dran, glaube ich. Ja. War schon immer höher, schneller, weiter. Ja. Wir konnten auch schön die Granetalsperre sehen. Und das Zirkuszelt. Ja, ne? Und den Herzberger hoch. Teich. Schön hochgeflogen. Sehr cool. Okay, wenigstens noch einen Abschied. Sehr, sehr gerne. Mein Schatz. Ja. Hier, halt mal. Wenn schon nur ganz kurzes Video, dann... Ja, komm mal her. Nee, mach mal hier in die Sonne. Mach mal. Sehr gut. Yes. Sehr gut. Warte, ich möchte auch noch. Sehr gerne. Erster Flug. Perfekt. Danke euch. Kann ich noch helfen?